Ja, herzlich willkommen bei den Investment und Business Days hier aus Frankfurt. Mein Name ist Mario Lüttemann und es geht heute um ein kleines Konto Großtraden 2.0. Vor genau 2 Jahren stand ich auch hier an dieser Stelle und da haben wir auch schon einmal über das Thema kleines Konto gesprochen. Und wir haben so viele Mails im Nachgang bekommen, über 200 zu diesem Thema. Und möchte das Ganze jetzt nochmal nutzen, um einfach auf die wichtigsten Fragen, die gekommen sind, zu diesem Thema hier nochmal einzugehen. Vor allen Dingen möchte ich nochmal zeigen, A, wo sind die Problematiken bei kleinen Konten, aber auch B, wo sind die Vorteile und wie können wir das Ganze für uns nutzen. Sowohl im Handel auf Tagstunde als auch im Daytrading-Bereich. Bevor wir starten, noch ein kurzer Risikohinweis. Ganz wichtig hier an dieser Stelle, einfach einmal in Ruhe durchlesen. Ich werde in der Zeit ein bisschen was zu mir erzählen. Ich bin verheiratet, 2 Kinder. Ich bin seit 1996 im aktiven Handel. 1998 habe ich dann angefangen, hauptberuflich als Trader zu arbeiten. Habe seitdem mehr als 50.000 Trades gemacht. Das ist also doch eine ganz große Anzahl in diesem Bereich. Habe angefangen im Daytrading, das heißt im Minutenhandel. Und bin dann übergegangen, neben dem Minutenhandel auch noch den Handel auf Tag und Stunde mit zu etablieren. Heute bin ich neben dem normalen Beruf als Händler auch noch Portfolio Manager. Das heißt, ich verwalte auch noch für andere Kunden Geld, so dass wir hier das Paket eigentlich rund haben. Und ich möchte hier aus der Erfahrung heute einfach mal sprechen, wie es ist, wenn man mit einem kleinen Konto startet. Ich habe beim letzten Mal auch schon viel dazu gesagt, weil ich selber auch mit einem kleinen Konto gestartet bin, 1998 beziehungsweise 1996 mit 5.000 Mark damals, 1998, wie gesagt, dann hauptberuflich. Und das war so der Punkt, wo ich das erste Mal gedacht habe, soll ich diesen Schritt wirklich wagen? Weil es ist ja schon ein Schritt, wenn man aus dem sicheren Arbeitsverhältnis geht, dann in den Bereich des Traders zu wechseln. Ich kann aber heute sagen, nach 20 Jahren, ich würde diesen Schritt immer wieder machen. Was ist so wichtig in meinem täglichen Trading? Ich habe Anfang 2000 angefangen, meinen Handel umzustellen vom reinen News Trading hin zum markttechnischen Handel. Das betreibe ich jetzt seit 10 Jahren, wobei ich natürlich auch weiterhin News trade. Da werden wir auch heute noch drauf eingehen, weil es einfach sehr spannend ist, in diesem Bereich aktiv zu sein. Und vor allen Dingen ist es sehr professionell und man kann hier wirklich sehr hohe Renditen erzielen. Ich bin zertifizierter Management-Trainer und Portfolioverwalter und als lösungsorientierter Coach versuche ich natürlich möglichst vielen Tradern auch zu helfen, hier sich festzusetzen im Bereich des Tradings, vor allen Dingen im Bereich der kleinen Konten. Ich habe eine Markttechnik-Gruppe, die heißt Markttechnik erfolgreich handeln bei Facebook. Da kann man viele Dinge dazu finden, wie man markttechnisch herangehen kann. Ich habe sehr viele Videos produziert, unter anderem auch bei YouTube. Die Gruppe ist gleich, vom gleichen Namen her. Also wer da Interesse hat, einfach mal schauen. Ja, 1996 war so mein erster Trade, den ich eingegangen bin. Das war die Aktie der Deutschen Telekom gewesen. Da war früher sehr viel Werbung zu diesem Zeitpunkt gewesen. Das ist auch die erste Aktie, die wirklich dazu geführt hat, dass Tausende von Leuten angefangen haben, Aktien zu handeln. Es ging danach erst einmal sehr stark bergauf, dann allerdings eher seitwärts und ich habe immer wieder gemerkt, Konto geht rauf, Konto geht runter, Konto geht rauf, Konto geht runter. Das ist etwas, was wir auch sehr viel bei Tradern sehen, gerade wenn sie anfangen zu handeln. Es bleibt auch gar nicht aus, weil das ist immer so ein Zwischenspiel zwischen Informationen, die wir aufnehmen. Das heißt, wir machen beispielsweise, wir fangen am Tag X an, wir nehmen immer mehr Informationen auf. Auf der anderen Seite entwickelt sich unser Konto meistens eher so. Das heißt, wir steigen meistens ein, können sehr schnell Gewinne machen, aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo das Konto nicht mehr steigt. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, wieso, weshalb, warum ist das denn eigentlich so? Und darauf möchte ich gleich gerne eingehen. 1998, dann habe ich den Entschluss gefasst, hauptberuflicher zu Händler zu werden. Warum? Ich hatte mein Kapital zwischenzeitlich von 5.000 Mark auf etwa 30.000 hochgehandelt und habe dann gesagt, okay, die Gewinne, die ich mache jeden Tag an den Börsen, ist höher als den Gewinn, den ich mache, wenn ich freiberuflich arbeite in dem Beruf, wo ich vorher war. Dazu kam, dass mein zweiter Sohn unterwegs war und dann die Chance bestand, von zu Hause aus zu arbeiten.
1999 war prozentual gesehen im Prinzip das profitabelste Jahr. Es bleibt auch gar nicht aus. Alle, die zu dieser Zeit schon angefangen haben zu handeln, wissen es auch. Wir hatten die Zeit des neuen Marktes. Das heißt, hier gingen die Märkte sehr schnell bergauf. Es kam zu einer richtigen Blase, die ich aber damals auch nicht erkannt habe, sondern ich habe einfach gedacht, es ist normal, dass Märkte von heute auf morgen um 3, 4, 5% steigen und dass auch Aktien dabei sind, die am Tag 5%, 10% oder 20% steigen. Heute weiß ich natürlich, dass es nicht normal war, aber damals war es eben aus meiner Sicht etwas vollkommen Normales und ich habe davon auch sehr stark profitieren können. Bis ins Jahr 2000 hinein, Ende 2000 hatte ich dann den Höchstpunkt erst einmal erreicht in meinem Konto. Ich hatte nämlich 1 Million Gewinn erwirtschaftet. Anfang 2001 kam dann der erste große Verlust. Woran lag das? Die Börsen haben sich im Prinzip umgekehrt. Was wir gesehen haben über eine lange, lange Zeit war, dass Märkte von 1996 an, als ich angefangen habe zu handeln, im Prinzip nur eine Richtung kannten, nämlich nach oben. Und 2001 ging es aber fast in dem gleichen Tempo wieder bergab. Und das war diese gefährliche Zeit. Und ich habe eben Anfang 2001 relativ schnell einen sechsstelligen Betrag verloren und damit habe ich für mich die Grenze erreicht gehabt, wo ich gesagt habe, okay, hier muss ich erstmal die Notbremse ziehen und warten und schauen, woran liegt das Ganze. Ich habe dann festgestellt, dass Märkte nicht nur steigen können, sondern auch fallen. Das war zu dem Zeitpunkt noch ein Problem, weil die meisten Broker nur die Möglichkeit geboten haben, auf steigende Kurse zu setzen und nicht auf fallende Kurse. Deswegen war es wichtig für mich, damals einen Broker zu finden, wo es die Möglichkeit gab, auch die Short-Seite zu handeln. Heute ist es für Trader klar, sie können Long handeln, sie können auch Short handeln. Aber damals war es eine andere Zeit gewesen. Vor 2 Jahren, wie gesagt, kleines Konto Großtraden, das erste Mal gehandelt und auch hier vorgestellt. Zwischenzeitlich haben den Vortrag 120.000 Trader und Anleger gesehen. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl und ich bekomme heute noch im Durchschnitt mehr als 10 Mails pro Tag nur allein zu diesem Thema. Grund genug für mich, dieses Thema heute nochmal vorzustellen und vor allen Dingen eben A, auf die Problematik einzugehen eines kleinen Kontos, aber auf der anderen Seite auch einfach zu zeigen, wo sind die Vorteile und wo sind wir wirklich viel, viel schneller als mit einem großen Konto. Aber zunächst einmal ein Rückblick. 2015 hier bei den IB Days vorgestellt und dann haben wir uns entschlossen, weil wir so viele Anfragen bekommen haben, zu dem Thema eine Webinarreihe aufzusetzen. Auch die Webinarreihe hieß ein kleines Konto Großtraden. Lief über gut 3 Monate. Was haben wir gemacht? Wir haben die gesamte Theorie versucht, dem Kunden zu erklären, wieso, weshalb, warum sollte man so und so handeln und haben dann versucht, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Das heißt, wir haben nicht nur gezeigt, wie handle ich, sondern auch das Ganze mit echtem Konto hinterlegt. Das heißt, alle Trades wurden live gehandelt auf einem Echtgeldkonto. Wir haben das Ganze kapitalisiert, damals mit 5.000 Euro, haben dort wöchentlich im Durchschnitt einen Trade gemacht und haben in dieser Zeit eine Performance von 15% erreicht. Das entspricht einer Jahresperformance, ohne dass wir Hebelprodukte verwendet haben, von 40%. Da wird der eine sagen, der vielleicht ein ganz kleines Konto hat, oh, das ist aber nicht viel. Aber jeder, der ein bisschen länger an der Börse agiert, weiß, dass 40% Performance eine extremst hohe Summe sind. Vor allen Dingen, wenn man relativ selten agiert. Das heißt, wir haben einen riesen Vorteil hier, dass wir nicht sehr viele Trades produzieren und somit auch keine hohen Kosten, sondern dass wir hier kontinuierlich im Markt mitlaufen konnten. Und wenn wir dagegen halten, dass der Markt in der gleichen Zeit nicht gewonnen hat, sondern 5% verloren hat, sieht man schon, dass wir eine Outperformance in einem Markt gemacht haben, der sich fast gar nicht bewegt hat, von 20%. Hier sind nochmal alle Trades, damit man einfach sehen kann, wie wir kontinuierlich vorgegangen sind. Und da sieht man ganz gut, wir haben nicht nur amerikanische Aktien gehandelt, sondern, weil es mein Lieblingsmarkt ist, auch sehr viele deutsche Aktien. Wir haben versucht, möglichst wenig Intraday zu handeln, was wir auch in Zukunft nicht vorantreiben möchten, gerade im kleinen Kontenbereich, sondern wirklich sehr viel im Stundenbereich. Natürlich haben wir auch einmal Intraday gehandelt, um einfach mal zu zeigen, wie funktioniert das Ganze. Aber im Großen und Ganzen waren es Trades, die wir auf Tag und Stunde umgesetzt haben. So, wenn man sich mit kleinen Konten beschäftigt, dann muss man einfach wissen, es gibt nicht nur Vorteile bei kleinen Konten, sondern es gibt natürlich auch
ja, ich sag mal, Problembereiche. Und dass es manchmal sehr schwierig ist, es auf dünnem Eis da entlang zu gehen. Wichtig ist einfach zu wissen, auf was muss man denn eigentlich achten, wenn man ein kleines Konto handelt. Und eines aus meiner Sicht wichtigen Dinge ist, neben dem fachlichen Wissen, auf die Dinge, wo wir gleich noch eingehen, sind Transaktionskosten. Weil das ist etwas, was viele Trader häufig nicht im Blick haben. Und da möchte ich ein Beispiel zu bringen. Wenn Sie beispielsweise zwei Trades in der Woche machen, sind das immerhin 100 Trades im Jahr. Wenn Sie durchschnittlich 10 Euro pro Roundturn bezahlen, heißt das, dass Sie an Kosten produzieren pro Jahr von 1.000 Euro. Wenn wir ein kleines Konto haben von der Größenordnung beispielsweise von 5.000 Euro, heißt das, dass wir alleine 20% an Gebühren bezahlen. Diese Gebühren müssen wir natürlich erst einmal reinholen. Das heißt, die ersten 20% Performance, die wir machen, sind rein für Ordergebühren. Da haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass wir eventuell Software bezahlen müssen, dass wir eventuell die Kursdaten bezahlen müssen oder andere Dinge. Das ist reine Kosten, die auf der Transaktionsseite entstehen, wenn wir durchschnittlich nur 2 Trades pro Woche handeln. Darüber muss man sich bewusst sein, wenn man anfängt zu traden. Wenn man jetzt nicht 2 Trades in der Woche macht, sondern 2 am Tag, heißt es, dass wir 5.000 Euro Kosten produzieren. Das heißt, Sie müssen 100% Performance machen, um auf Null zu kommen. Und das ist die größte Gefahr im Trading, dass man das nicht im Blick hat, wie viele Kosten denn tatsächlich entstehen im Trading. Deswegen ist es aus meiner Sicht erstens wichtig, tatsächlich zwar mit einem kleinen Konto zu starten, aber die Transaktionsgröße, also wie viele Trades wir am Anfang machen, wirklich nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern erst einmal sich zu konzentrieren auf die wirklich richtig, richtig guten Trades, mit denen wir dann die Chance haben, profitabel zu handeln. Und es geht erstmal nicht darum, viele Trades zu machen, um möglichst viel Gewinn zu erzielen. In einem zweiten Schritt ist es natürlich hinterher wichtig zu schauen, okay, wenn ich vielleicht 5%, 10% Performance gemacht habe, dass ich das steigern kann durch mehr Trades. Aber ich muss ja erstmal profitabel werden. Ich möchte jetzt allerdings auch zeigen, was es denn noch wichtig ist. Fachliches Wissen. Genau das ist etwas, was die meisten Trader erst einmal glauben zu haben. Und ich glaube, auch viele Trader haben tatsächlich ein breites Wissen, wenn sie sich an die Märkte begeben. Es ist allerdings meistens nicht sehr tief. Denn woher kommt dieses fachliche Wissen? Im Regelfall ist es so, man schaut ein paar Webinare, hat vielleicht 3, 4, 5 Bücher gelesen und fängt dann an mit dem Handel. Das ist auch von der Basis her erstmal richtig und gut. Nur wenn wir ein bisschen genauer schauen, merkt man doch ganz schnell, dass die Performance sich in der Regel nicht so darstellt, wie wir das eigentlich gerne haben möchten. Woran liegt es? Kostenfreie Webinare, die man häufig bekommt, kratzen das Thema meistens auch nur an. Und da liegt häufig so ein bisschen das Problem, dass man dann dieses Wissen nutzt und als wahrnimmt und dann 1:1 umsetzt. Es führt häufig dazu, dass wir plus minus null agieren. Vielleicht auch leichte Verluste erleiden, aber im Prinzip der Schritt zum Erfolg, also diesen Schritt in den Gewinn, der fehlt häufig. Und deswegen ist es einfach wichtig, hier beim Fachwissen erst einmal in die Tiefe zu gehen. Darüber hinaus ist es wichtig, Willen zum Erfolg zu haben. Es ist nicht damit getan, wie gesagt, sich 5 oder 10 Videos anzuschauen oder auch 1, 2, 3 Bücher zu lesen. Sie müssen es wirklich wollen, weil Trading ist ja nichts, ich sag mal, wie Rasenmähen. Da geht man einfach hin und macht es. Beim Trading ist es einfach wichtig zu verstehen, dass wir ja nicht alleine sind. Wir sehen zwar niemand anderes, aber es gibt ja sehr viele andere Marktteilnehmer, die hier auch sind. Und die wollen das Gleiche wie wir, Geld verdienen. Nur das Problem an den Börsen ist ja, dass Geld nicht neu geschaffen wird, sondern nur umverteilt wird. Das heißt, wir müssen einfach mindestens so gut sein wie die anderen, damit wir richtig profitabel werden, eigentlich auch noch besser. Und damit wir diesen Weg wirklich gehen können, müssen wir unbedingt diesen Willen haben, auch erfolgreich zu handeln. Und das nicht nur eine Woche, sondern 4 Wochen, 8 Wochen, 3 Monate, 1 Jahr. Also wirklich Zeit auch in unsere Ausbildung und Weiterbildung zu investieren. Wir brauchen unbedingt die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Wie kann man das machen?
Jeder von uns sagt bestimmt, naja, natürlich bin ich bereit, aus Fehlern zu lernen. So hat ja auch alles im Prinzip funktioniert bei uns. So haben wir das Laufen gelernt, so haben wir Fahrradfahren gelernt. Beim Trading komischerweise ist es häufig nicht so. Wenn ich mal frage, gerade in Seminaren ist das eine Frage, die ich immer stelle, wer führt denn ein Trading-Journal? Dann melden sich höchstens 20% der Teilnehmer. Und wenn ich dann die zweite Frage stelle, wer ist denn profitabel? Dann stellen wir häufig fest, dass es genau diese 20% sind. Vielleicht ist mal einer dabei, der kein Trading-Journal führt und profitabel ist, aber im Regelfall ist es tatsächlich der Trader, der auch das Trading-Journal führt. Und warum ist das so? Naja, Bereitschaft aus Fehlern zu lernen heißt, jeden Trade, den wir gemacht haben, egal ob Gewinntrade oder nicht, müssen wir dokumentieren, damit wir die Chance haben, aus unseren Fehlern zu lernen. Nicht jeder Gewinntrade sagt ja, dass wir genau so gehandelt haben, wie wir das vorher geplant haben. Und nicht jeder Verlusttrade ist ja ein Fehler von uns. Es kann ja auch einfach daran liegen, dass der Markt einfach nicht so wollte, wie wir das wollen. Wir können ja nicht beeinflussen, wie der Markt läuft. Wir können nur versuchen, die Statistik auf unsere Seite zu bringen, so dass wir einen Vorteil im Trading bekommen. Und wir müssen diszipliniert sein im Handel. Und das ist gar nicht so einfach für die meisten. Dazu gehört erstmal, dass wir einen Handelsplan haben, den wir dann auch umsetzen können. Dann ist es für uns wichtig, dass wir Tag für Tag auch immer wieder das Gleiche tun. Das hört sich in der Theorie sehr einfach an. In der Praxis kann ich sagen, ist es wirklich nicht so. Ich sehe das in ganz, ganz vielen Gesprächen mit Coaches von mir. Da ist alles vorher klar, die Theorie ist klar. Sie wissen ganz genau, wann sie was handeln wollen. Doch spätestens dann, wenn sie im Handel sind, ist es manchmal schwierig, tatsächlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn in dem Moment, wo es mit echtem Geld, mit dem eigenen Geld losgeht, wird es sehr, sehr schwierig, hier häufig zu agieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, wirklich sehr diszipliniert zu sein und sich an seine eigenen Regeln zu halten. Nichts ist wichtiger, als Tag für Tag immer wieder das Gleiche zu machen. Wir müssen duplizierbar handeln. Wir müssen ein Trading-Journal führen und dieses auswerten. Und wenn wir das machen, dann haben wir den ersten großen Stein gelegt, so einen Meilenstein, wo wir sagen können, von hier aus haben wir eine Basis, ein erfolgreicher Händler zu werden. Die meisten Trader geraten dann aus ihrem Tritt, wenn sie entweder sehr schnell sehr viele Gewinne machen oder, und das ist der überwiegende Teil, wenn Trader anfangen zu handeln und in eine Phase hineinkommen, in der sie plötzlich keine Gewinne machen, wo sie vielleicht sogar Verluste erleiden und das nicht nur ein Tag oder zwei, sondern eine ganze Woche. Und dann fangen die meisten an, die Höhe ihrer Trades kleiner zu machen, weniger zu handeln, oder viel mehr. Und das führt häufig dazu, dass die Ergebnisse verzerrt werden und dass wir im Prinzip in eine Spirale hineinlaufen, und zwar in eine negative. Und deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig, diszipliniert zu sein und sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wie viel Geld bin ich denn bereit, überhaupt einzusetzen? Und was bin ich bereit, auch zu verlieren? Das heißt, mir muss vorher klar sein, wie viel Geld bin ich denn tatsächlich bereit, in meine Strategie zu investieren und nicht zu sagen, wenn es 5 Trades mal nicht so gut gelaufen sind, dann mache ich jetzt nur noch die Hälfte. Weil dann beginnt natürlich irgendwann die Phase, wo die Trades wieder laufen. Und wenn wir jetzt vorher alles reduziert haben, dann können wir natürlich gar nicht schnell genug wieder nach oben kommen. Deswegen ist es hier wichtig, vorher einen Handelsplan zu haben und diszipliniert zu sein. Wenn wir diese Dinge alle beachten, dann haben wir eine gute Chance, an den Märkten tatsächlich auch kontinuierlich Gewinne zu machen, den Berg zu besteigen. Und dann gibt es wirklich viele Stellschrauben, wenn wir erstmal profitabel sind, um unsere Profitabilität zu steigern. Aber dafür ist es erst einmal wichtig, dass wir grundsätzlich Gewinne machen an den Märkten. Wenn wir keine Gewinne machen, dann nützt es auch nichts, die ein oder andere Stellschraube zu drehen, um noch schneller voranzukommen. Wir müssen erst einmal mit einem kleinen Konto profitabel werden, bevor wir in ein großes Konto gehen. Deswegen rate ich auch immer dazu, selbst wenn man ein großes Konto theoretisch handeln könnte, erst einmal mit einem kleinen anzufangen. Weil dann hat man wirklich die Chance, erst einmal zu lernen und dann, wenn man profitabel ist, den nächsten Schritt zu machen. Was könnte ein nächster Schritt sein? Beispielsweise das Ausnutzen eines Zinseszinseffektes. Ich möchte da auch ein Beispiel bringen. Bleiben wir mal bei einem kleinen Konto. Nehmen wir an, es ist 5.000 Euro groß
und wir entschließen uns, ein Risiko zu fahren von beispielsweise 1%. Das bedeutet, wir sind bereit, pro Trade ein Risiko von ca. 50 Euro zu fahren. So, und dann sagen wir, okay, wir möchten jetzt jeden Trade mit 50 Euro machen, egal ob unser Konto 4.900 Euro groß ist oder 5.200. Wir wählen immer 50 Euro, weil wir sagen, damit können wir gut auskommen. Das führt auf jeden Fall zum Ziel, ganz klar. Gibt aber auch eine andere Möglichkeit und die ist aus meiner Sicht viel, viel besser, nämlich das Ausnutzen des Zinseszinseffektes bzw. das Anpassen der Positionsgröße an den aktuellen Stand unseres Kontos. Wenn unser Konto nämlich beispielsweise steigt auf 6.000 Euro, dann wird es doch durchaus Sinn machen, statt 50 Euro vielleicht etwas mehr zu investieren. Weil das erstmal haben wir doch gesehen, wir sind profitabel. Und warum sollten wir dann nicht anfangen, auch unser Risiko dementsprechend anzupassen? Beispielsweise, dass wir sagen, wir nehmen jetzt 1% davon, das heißt, wir riskieren pro Trade 60 Euro. Das führt dazu, dass wir Stück für Stück einfach schneller sind und unser Konto schneller nach oben bekommen. Ein weiteres Beispiel ist, wenn wir zum Beispiel bei einem Broker sind, der nicht sofort die Steuer abzieht, sondern erst am Ende des Jahres wir selbstständig beim Finanzamt unsere Kursgewinne versteuern. Auch das sorgt dafür, dass wir einen Zinseszinseffekt bekommen. Und wie groß der ist, das möchte ich gerne mal zeigen. Bleiben wir bei 5.000 Euro. Wenn wir kontinuierlich immer mit dem gleichen Risiko arbeiten, wie hier gezeigt, beispielsweise immer mit 50 Euro, dann wird unser Konto natürlich, wenn wir profitabel sind, Stück für Stück steigen und wir werden vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren vielleicht irgendwann einen Kontostand von 8.600 haben. Wenn wir stattdessen jetzt aber einen Zinseszinseffekt nutzen, das heißt, wir würden immer von dem aktuellen Kontostand 1% investieren, dann würden wir am Ende gut 20% mehr auf unserem Konto haben. Und es ist doch schön zu sehen, dass wir am Ende des Jahres oder von mir aus nach zwei Jahren 20% mehr Performance haben als vorher und das bei gleichem Risiko. Das heißt, wir müssen einfach nur hingehen und kontinuierlich immer den gleichen Prozentsatz nehmen und dann steigt unser Konto wesentlich schneller. Nun kann man sagen, naja, es ist jetzt vielleicht kein großer Unterschied hier bei dem kleinen Konto, 1.500 Euro. Aber wenn man sich das Ganze über einen längeren Zeitraum anschaut, also nicht nur hier beispielsweise ein Jahr oder von mir aus auch anderthalb, sondern über einen längeren Zeitraum, dann sieht man eigentlich erstmal, wie der Zinseszinseffekt wirkt. Denn viele von uns haben wirklich Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wie Zinseszinseffekt wirkt. Es gibt so eine Story oder eine Geschichte, die wird der eine oder andere auch kennen, möchte ich hier gar nicht großartig erzählen, aber wo es darum geht, ein Reiskorn auf ein Schachfeld zu legen und von einem Feld zum nächsten es immer wieder zu verdoppeln. Am Ende kommt raus, dass es mehr Reiskörner sind als die gesamte Welternte. Und das Ganze kann man hier auch ganz gut zeigen durch den Zinseszinseffekt. Wenn wir immer konstantes Risiko fahren, dann wird unser Konto natürlich steigen. Wenn wir aber immer bei einem festen prozentualen Satz bleiben, wird unser Konto einfach immer, immer schneller steigen. Das heißt, wir nutzen das Ganze einfach aus, diesen Zinseszinseffekt, um viel schneller voranzukommen. Weil es geht ja darum, ein kleines Konto groß zu traden. Darüber hinaus gibt es natürlich noch mehrere Möglichkeiten, sein Konto sehr schnell nach vorne zu bekommen. Auch das möchte ich hier gerne zeigen. Wenn wir beispielsweise nochmal von unserem Konto ausgehend von 5.000 Euro und wir nicht nur die Performance nehmen, die wir gerade gezeigt haben, beispielsweise von 40%, was ja 2.000 Euro entspricht, dann hätten wir am Ende des Jahres etwa 7.000 Euro. Das ist eine Möglichkeit. Wir können das Konto natürlich noch schneller nach oben bekommen, indem wir zusätzlich hingehen, Monat für Monat beispielsweise 250 Euro auf dieses Konto einzahlen. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man auch mehr Geld als diese 5.000 hat, macht es durchaus Sinn, trotzdem erst mit einem kleinen Konto zu starten, um einfach erstmal zu sehen, bin ich profitabel und möchte ich das wirklich machen. Aber wenn ich sehe, okay, ich bin profitabel und ich setze jetzt noch jeden Monat, sagen wir mal, 250 Euro dazu, dann reden wir davon, dass wir im Jahr 3.000 Euro mehr oder weniger dazugebracht haben und wir dann zu einer Verdopplung unseres Kontos kommen. Und das in relativ kurzer Zeit. Wir sehen, es ist das Zusammenspiel auf der einen Seite
von Performance, auf der anderen Seite, dass wir einfach bereit sind, Geld dazuzulegen. Wenn wir jetzt ein Jahr weitergehen, können wir uns sehr schnell vorstellen, wenn wir jetzt wieder 40% machen, wie schnell unser Konto ansteigt. Also deswegen hier wirklich schauen, den Zinseszinseffekt zu nutzen, ist ein Riesenvorteil, den wir als Trader haben, den ich auf jeden Fall rate, diesen zu nutzen. Es ist also immer der spannende Punkt, eine gewisse Balance zu finden. Zum einen auf der Risikoseite, Kosten und Risiken, auf der anderen Seite natürlich auch die Performance. Bei den meisten Tradern, gerade wenn sie anfangen, steht erstmal nur eins im Vordergrund. Das ist die Performance. Aber bevor ich die Performance bekomme, muss ich halt erstmal ein bestimmtes Grundwissen haben und sehen, ob ich diese denn überhaupt, diese PS auf die Straße bekomme. Es ist also ganz, ganz wichtig zu schauen, wie gut bin ich denn tatsächlich, bevor ich jetzt anfange, mit großen Hebelprodukten zu agieren, wo ich vielleicht einen Hebel von 2, 4 oder 10 habe. Denn es ist doch erstmal wichtig, wenn ich es schaffe, mit einem kleinen Konto ohne Hebel positive Performance zu machen, dann macht es doch auch Sinn, im Anschluss daran, wenn ich weiß, ich kann etwas, es dann auch zu machen. Das ist so, als wenn ich anfange zu fahren und sofort in einen Formel-1-Wagen einsteige. Auch dann werde ich Schwierigkeiten haben, den Wagen nach vorne zu bewegen. Wenn ich aber erstmal weiß, wie das funktioniert mit Gas, Bremse und Kuppeln, dann ist es viel, viel einfacher, hier auch zu agieren. Kommen wir zu den Grundlagen des Tradings. Was ist hier eigentlich wichtig, wenn man hier kontinuierlich nach vorne kommen möchte? Aus meiner Sicht ist es erstmal wichtig, dass wir ein Konzept haben, einen Tradingplan. Das kann sein, dass man sagt, ich möchte markttechnisch handeln. Es kann aber auch sein, dass man sagt, okay, ich bin ein Indikatorenfreund oder ich handle nach Fibonacci, was auch immer. Wichtig ist, dass wir erstmal einen Plan haben. Ich selber bin markttechnischer Händler und deswegen ist es für mich immer wichtig zu schauen, was haben wir denn hier überhaupt für Trends. Und ein Trend, der aus meiner Sicht eigentlich der ideale Trend gerade für Beginner ist, ist der Aufwärtstrend. Wenn der Markt kontinuierlich nach oben zieht, natürlich wird er im Idealfall nicht so nach oben laufen wie hier, sondern eher so. Aber das ist genau das, was wir suchen als Trader. Wir haben jetzt in den letzten Wochen im deutschen Markt eher gesehen, dass es ja so eine Seitwärtsmarkt gewesen ist. Wir sind erst ein bisschen runtergekommen von den 13.000 Richtung 12.000. Jetzt entwickeln wir uns wieder nach oben. Im amerikanischen Markt haben wir nur so einen Aufwärtstrend gesehen, gerade im Nasdaq. Und woran erkennt man jetzt einen schönen Trend? Daran, dass wir kontinuierlich steigende Hochpunkte bekommen. Steigende Hochpunkte sind für uns als Händler ein idealer Punkt. Unabhängig davon, ob das jetzt erstmal im Tageschart ist oder im Stundenchart oder auch Intraday. Aber wichtig ist erst einmal, dass wir grundsätzlich schauen, dass vielleicht auf dem übergeordneten Chart, selbst wenn wir Intraday handeln möchten, dass der Chart, der da drüber liegt, die Stunde oder der Tag nach oben zeigt. Wichtig ist aber auch nicht nur steigende Hochs, sondern dass wir auch steigende Tiefpunkte haben. Weil nur wenn das gegeben ist, also steigende Hochs und gleichzeitig steigende Tiefpunkte, dann sprechen wir markttechnisch gesehen von einem Aufwärtstrend. Und wenn das jetzt ein Tageschart ist, dann ist es doch vollkommen logisch, wenn ich sehe, wie gut der Markt nach oben läuft, dass ich in einem Stundenchart, der ja untergeordnet dieser Bereich hier vielleicht ist, natürlich im Regelfall auch eher vernünftig verläuft und dass ich hier sehr gute Trades machen kann. Und wenn ich sage, ich bin Daytrader, mich interessiert der Tageschart nicht, aber der Stundenchart sieht gut aus. Naja, wenn der Stundenchart doch nach oben läuft, dann brauche ich doch als Daytrader nicht die Shortseite zu handeln. Das werde ich gleich auch noch zeigen. Das zweitbeste, was wir im Handel finden, ist ein Abwärtstrend. Der Abwärtstrend ist häufig gerade für Trader, die anfangen, nicht so einfach umzusetzen. Es liegt einfach daran, dass das Ganze wesentlich schneller vonstatten geht. Aufwärtstrends verlaufen im Regelfall über einen sehr langen Zeitraum und kontinuierlich, während Abwärtstrends im Regelfall sehr schnell verlaufen. Ich möchte das Ganze auch hier zeigen. Abwärtstrends verlaufen in der Regel so. Also sehr schnell nach unten. Man spricht auch häufig davon, wenn wir starke Rückgänge haben von mehr als 10%, dass das ein Crash ist. Und das erkennt man auch daran markttechnisch, dass wir fallende Hochpunkte haben. Aber wir sehen, anders als im Aufwärtstrend, dass die Korrekturen meistens nicht so stark sind, gerade im Aktienbereich. Wichtig auch hier, wir brauchen fallende Tiefpunkte. Wenn beides gegeben ist, haben wir einen Abwärtstrend. Beide Märkte lassen sich gut traden.
Ich persönlich handle viel lieber Abwärtstrends als Aufwärtstrends. Das liegt einfach daran, dass wir in viel kürzerer Zeit viel mehr Geld verdienen können. Crashs sind oder solche starken Abwärtsphasen sind häufig nur wenige Tage oder Wochen, während Aufwärtstrends, wie gesagt, über Monate und Jahre anhalten. Das heißt, wir können hier in kurzer Zeit mehr Geld verdienen als in einem Aufwärtstrend. Aber da ist es halt wesentlich einfacher und wir können dort kontinuierlich über einen längeren Zeitraum Geld verdienen. So, jetzt haben wir über zwei Marktphasen gesprochen. Jetzt gibt es noch eine Marktphase und die ist die dominante häufig, nämlich der Seitwärtsmarkt. Und der Seitwärtsmarkt ist ein Markt, der sehr, sehr schwer zu handeln ist. Gerade wenn man einen technischen Ansatz hat, zum Beispiel ein Trendfolgesystem wie die Markttechnik. Weil wir sind spezialisiert darauf, Aufwärtstrends zu finden und zu handeln. Wir können auch Abwärtstrends identifizieren und handeln. Aber Seitwärtsphasen sind für den Markttechniker sehr schwer. Ich will nicht sagen, dass es grundsätzlich nicht möglich ist. Das wäre auch falsch, weil es gibt sehr viele Händler, die auch Seitwärtsphasen positiv traden. Aber gerade als Anfänger oder Beginner ist es häufig sehr, sehr schwierig, hier in diesem Markt klarzukommen. Und deswegen würde ich immer dazu raten, entweder Aufwärtstrends zu handeln oder Abwärtstrends. Wenn wir uns das Bild anschauen hier, zum Beispiel vom DAX, da sehen wir sehr gut, warum man in Aufwärtstrends beispielsweise nur long handeln sollte und in Abwärtstrends nur short. Wenn wir uns einfach mal anschauen, die Phasen, die grün gekennzeichnet sind, das sind die Aufwärtstrendphasen. Ich markiere das hier auch nochmal, damit man es besser sehen kann. Wenn wir uns diesen Bereich hier anschauen, da läuft der Markt sehr, sehr sauber nach oben. In der anschließenden Korrektur verläuft der Markt erstens nicht so weit und vor allen Dingen nicht so sauber. Während wenn wir uns die nächste Phase anschauen, da sehen wir, dass der Markt über 2-3 Wochen wieder sehr kontinuierlich, sehr sauber nach oben gelaufen ist. Und wenn wir im Tageschart sehen, dass ein Markt sehr schön, sehr gut nach oben läuft, naja, warum sollen wir dann Short handeln? In der anschließenden Korrektur natürlich versucht der ein oder andere hier einen Trade mitzunehmen. Aber macht das wirklich Sinn? Können wir hier wirklich so viel Geld verdienen? Ein guter Händler ja, aber wenn man anfängt zu traden, hier verlieren die meisten Trader ihr Geld. In Seitwärtsphasen oder in uneinheitlichen und unsichtbaren, ja, Seitwärtsmärkten, nach unten gerichteten Märkten, also solche Korrekturen. Es ist viel besser, das Ende einer Korrektur abzuwarten und dann hier wieder die 4 bis 6 Wochen Aufwärtsbewegung wieder mitzunehmen. Und auch hier sehen wir in der nächsten Aufwärtsbewegung, es ist einfach viel, viel einfacher, diese Aufwärtsbewegung zu handeln. Irgendwann ist natürlich auch dieser Aufwärtstrend vorbei und das kann man hier ja auch ganz gut sehen. Deswegen ist hier auch der Chart zu Ende. Im Prinzip ist hier das Tief irgendwann herausgenommen worden und dann kam eine große Korrektur. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass wir, wenn wir einen Aufwärtstrend haben, das heißt steigende Hochs und steigende Tiefs, dann ist es immer besser, auf der Long-Seite unterwegs zu sein. Und das egal, ob wir auf Tagesbasis handeln, auf Stunde oder Intraday. Ich werde dazu auch gleich noch ein paar Beispiele zeigen. Kommen wir zunächst einmal zu den Vorteilen des Handels auf Tag und Stunde. Wir haben das ja schon beim letzten Mal gesagt, als wir das kleine Konten Nummer 1 gemacht haben. Der Vorteil von Tag und Stunde ist, dass wir wenig Trades haben. Wir haben vielleicht in der Webinarreihe einen Trade pro Woche gehabt. Man kann natürlich auch einen Trade pro Tag machen, aber sind im Verhältnis zu Day-Trades halt sehr wenig. Ich habe in meiner stärksten Phase im Day-Trading bis zu 50 Trades am Tag gemacht. Über 5000 Trades pro Jahr. Wenn man anfängt, ist es allerdings aus meiner Sicht erstmal wichtig, möglichst wenig Trades zu machen. Und von daher auf jeden Fall erst einmal darauf zu achten, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, auf Tag und Stunde handeln und dann mit möglichst wenig Trades positive Ergebnisse zu erzielen. Weiterer Vorteil ist, wir werden für unsere Zeit relativ gut bezahlt, weil wenn wir auf Tag und Stunde agieren, dann haben wir vielleicht einen zeitlichen Aufwand von 3, 4, 5 Stunden in der Woche. Dafür ist die Performance, wenn wir dann 10, 20, 30, 40% erreichen, recht gut. Wenn wir Daytrading betreiben, 4, 5, 6 Stunden und machen dafür vielleicht nur 10% mehr, muss man sich immer fragen, lohnt es sich, diesen riesen Zeitaufwand, den wir mehr haben, im Verhältnis zur Performance zu sehen? Natürlich, wenn man viel mehr Performance erzielt im Daytrading, macht es Sinn, das zu machen. Aber gerade wenn man anfängt, aus meiner Sicht, ist es besser, in den größeren Zeiteinheiten zu agieren, weil es auch viel, viel einfacher ist. Wir bekommen im Regelfall höhere CRVs, weil Trends natürlich sehr häufig über einen langen Zeitraum stabil bleiben.
Wir sehen das zum Beispiel am Beispiel der Adidas-Aktie, die ich bei mir schon seit sehr langer Zeit im Depot habe. Viele von Ihnen kennen das bei mir, weil ich den Trade auch schon oft vorgestellt habe. Wir sind vor rund 20 Monaten in Adidas Long gegangen. Da hatte sie einen Kurs, der war halb so hoch wie heute. Das heißt, wir haben 100% Performance in der Zeit gemacht und wir haben den Trade nicht ein einziges Mal anfassen müssen. Und solange der Trend intakt ist und wir ein positives Bild haben für diese Aktie, bleiben wir natürlich auch drin. Ist natürlich auch sehr stark News getrieben, diese Aktie. Möchte gleich zu News auch nochmal kommen. Aber grundsätzlich macht das natürlich Sinn, in starken Aktien drin zu bleiben, weil Stärke erzeugt Stärke. Nachteile kann die Performance sein. Wenn man die absolute Zahl sich anschaut, sieht man natürlich, dass ich als Daytrader viel mehr Performance erreichen kann, als ich das im Bereich von Tagstunde in der Theorie machen kann. Die Frage ist, bin ich selber in der Lage, im Daytrading mehr Performance zu erzielen? Diese Frage können nur Sie selber beantworten. Schauen Sie einfach in Ihr Trading-Tagebuch, wo verdienen Sie mehr Geld? Tag oder Stunde? Daytrading 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute. Und fragen Sie sich, wie viel Zeit muss ich dafür investieren? Ich möchte hier ein Beispiel bringen von einem News-Trade. Ich habe vorhin gesagt, man muss sehr genau schauen, was möchte ich denn eigentlich handeln. Und News Trades bringen einfach in sehr kurzer Zeit sehr viel Performance, sodass es sich auf jeden Fall lohnt, hier einen Blick drauf zu werfen. Die E.ON-Aktie. Am 12. September kam folgende Nachricht. 11. September, sorry. Bringt Deutschlands größter Energiekonzern E.ON seine Kraftwerks- und Energiespartochter Uniper an die Börse. Die E.ON-Aktionäre erhalten dabei für je 10 E.ON-Aktien ein Uniper-Papier zusätzlich. Die Frage ist, gehen wir davon aus, dass E.ON steigt oder fällt nach dieser Nachricht? Der reine Nachrichtentrader Intraday muss jetzt innerhalb von Sekunden entscheiden, was er macht. Als Trader auf Tag und Stunde müssen wir das nicht. Wir können einfach anschauen, was macht der Markt aus dieser Situation, aus dieser Nachricht. Wahrscheinlich werden wir nicht mal die Nachricht lesen, weil wir selber vielleicht berufstätig sind und erst am Abend diese Nachricht lesen. Und das ist auch gut so, weil es ist vollkommen ausreichend, abends zu sehen, was hat der Markt denn überhaupt aus der Aktie gemacht. Die hat nämlich mit minus 9% eröffnet und ist dann tatsächlich den ganzen Tag gefallen, die Aktie. So, jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich Daytrader wäre, wäre es super gewesen, hätte ich einen tollen Tag gehabt und sehr viel Performance gemacht. Aber wenn ich jetzt Tag-Stunden-Händler bin und nicht nur den einen Tag sehe, sondern dann sehe ich diese Stunden, die danach gekommen sind. So, und dann kann ich mich zum Beispiel entscheiden und sagen, okay, wenn am nächsten Tag der Markt unter das Tief fällt, also wie hier auch gezeigt beispielsweise, hingehen und sagen, okay, wenn die Aktie jetzt nach dem Crash unter das Tief fällt, dann gehe ich short, dann mache ich eine Position auf und nutze das, weil der Markt wahrscheinlich nicht nur einen Tag fällt, sondern viele, viele Tage, dann macht das Ganze doch Sinn. Und schauen wir uns einfach mal an, was danach passiert ist. Die Aktie ist weitergefallen. Und wir konnten markttechnisch gesehen den Stop hier einfach nachziehen. Und auch am nächsten Tag ging es weiter bergab und auch am Folgetag. Und wir konnten kontinuierlich unseren Stop nachziehen. Man sieht also, Nachrichten muss man nicht unbedingt sofort handeln. Als Daytrader macht man das und das macht auch Sinn. Aber als Tag-Stunden-Händler können wir über viele, viele Tage positive Performance bekommen. Und auch am nächsten Tag, es ging immer weiter. Und das ist nur ein Beispiel, ich werde gleich noch mehr Beispiele zeigen, wo man das sehen kann. Auch der VW-Skandal, all diese Dinge sind über Tage und Wochen positiv für uns gelaufen. Und es ging weiter und weiter, bis wir dann am Ende irgendwann mal ausgestoppt wurden. Aber der Markt zeigt uns, wann er nicht mehr bergab will. Er dreht um auf Tagstunde und irgendwann fliegen wir dann aus dem Trade raus. Und das ist hier auch passiert. Und dafür sind dann auch Stops gut. Die holen uns dann aus dem Markt raus und sichern die vielen Gewinne, die wir gemacht haben. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sehen wir, welche positive Performance wir hier in 10 Handelstagen machen konnten. Nämlich 7%. Wenn wir uns überlegen, dass wir im Moment am Kapitalmarkt nicht mal 1% Zinsen für unser Geld bekommen und wir hier mit einem einzigen Trade mehr Performance machen können, als wir sonst normalerweise in 3, 4, 5 Jahren bekommen würden, wenn wir unser Geld auf die Bank bringen. Natürlich kann man das nicht so einfach machen und sagen, wir können jeden Tag 7% machen. Das wäre auch sicherlich falsch. Aber zu zeigen, dass wir auf Tag und Stunde die Chance haben, wenn wir die Gewinne laufen lassen, hohe Performance erzielen können, das ist der Grund, warum ich das hier vorstelle, warum man gerade mit kleinen Konten anfangen sollte, auf Tag und Stunde zu agieren. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel zeigen, zum Beispiel mit der Salzgitter-Aktie. Die Aktie hat ein neues Jahreshoch gemacht. Die grüne Linie, die man im Chart sehen kann, ist das letzte Jahreshoch.
Wir sehen, dass der Ausbruch mit sehr viel Dynamik gekommen ist. Wir haben nicht nur einen stark steigenden Kurs hier, wir sehen auch vor allen Dingen, dass die Umsätze sehr stark angestiegen sind. Sie sind viel höher als in den Wochen davor. Wenn wir uns das Ganze im Stundenchart anschauen, sehen wir auch, dass wir hier eine schöne Korrektur im Anschluss gesehen haben und dass für uns die Möglichkeit war, am Tag danach in die Aktie einzusteigen. Also es ist nicht notwendig, genau dann da zu sitzen, wenn so ein Ausbruch passiert. Es ist viel besser, am Tag danach zu agieren, aus meiner Sicht, weil wir dann ganz klar wissen, okay, eine Aktie, die so stark gestiegen ist oder wie vorhin in dem Beispiel bei E.ON so stark gefallen ist, die will auch möglichst weiterlaufen in die Richtung, in die der starke Trend war. Also nutzen wir das Ganze. Wir steigen einfach an einem sogenannten Punkt 2, an einem Hochpunkt ein und setzen einfach auf dem letzten Bewegungstief unseren Stop. Ich sage jetzt einfach, weil es ist vom Handling her wirklich einfach. Die Frage ist nur, kriegen wir das umgesetzt? Und da kommen wir wieder zu dem Thema Disziplin. Bin ich diszipliniert genug, wenn ich sowas sehe, meinen Handelsplan umzusetzen, am Hoch einzusteigen und den Stop und das letzte Tief zu setzen, beispielsweise im Stundenchart? Wie ist das Ganze weitergelaufen? Wir sehen das hier ganz gut. Der Markt ist erst ein paar Stunden korrigiert, bevor es dann neue Hochs gab. Und die Systematik bleibt natürlich immer die gleiche wie in der Markttechnik üblich. Wir ziehen den Stop einfach von Tief zu Tief. Und ja, der Markt läuft weiter und wir können den Stop wieder ranziehen. Das heißt, wir sind schon nach ein, zwei Tagen häufig aus dem Risiko heraus und haben den Vorteil, dass diese Position im Plus ist. Und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wie viel Gewinn machen wir am Ende des Tages. Irgendwann ist natürlich auch dieser Trade vorbei und das sieht man hier auch, es gab ein kleines Gap und wir sind dann zur Eröffnung in der ersten Stunde ausgestoppt worden. Aber wie viel Zeit mussten wir jetzt wirklich investieren? Wir haben am Abend geschaut, vielleicht, welche Aktien sind besonders gut gelaufen? Dabei ist uns die Salzgitter-Aktie aufgefallen, weil sie sehr stark gewesen ist. Wir haben unsere Order platziert, das Ganze dauert vielleicht einige Minuten. Und wir müssen jetzt jeden Tag nur noch einmal gucken, was ist mit der Aktie passiert und setzen den Stop Stück für Stück einfach hinterher. Im schlimmsten Fall fliegen wir aus unserer Position heraus, bevor wir in den Gewinn gelaufen sind. Aber auch dann haben wir das Risiko kalkuliert. Wenn wir ein 5.000-Euro-Konto haben und wir haben gesagt, okay, ich bin bereit, 40, 50 Euro zu investieren, vielleicht auch mehr, dann weiß ich genau, wenn der Tag X kommt, ich fliege aus meiner Position raus, dann habe ich genau diesen Betrag verloren. Und das muss mir auch klar sein als Trader. Und es darf mir vor allen Dingen nichts ausmachen. Weil wenn es mir etwas ausmacht, diese 50 Euro zu verlieren, dann darf ich nicht handeln. Und es darf mir auch nichts ausmachen, wenn es zwei- oder dreimal schief geht. Weil wir wissen nicht, wie oft Aktien hintereinander in den Gewinn laufen oder in den Verlust. Selbst bei einer 50-50-Chance kann es passieren, dass wir drei, vier, fünfmal hintereinander eine Aktie haben, die in den Gewinn läuft, weil die Marktphase so toll ist. Es kann aber auch genauso gut sein, dass die Marktphase nicht so eindeutig ist und wir drei, vier, fünfmal hintereinander verlieren. Und wenn wir dann sagen, oh, wir haben jetzt fünfmal 50 Euro verloren, das sind ja 5% unseres Kontos, jetzt will ich nicht mehr oder ich halbiere mein Risiko nur noch, dann wäre das der falsche Weg. Uns muss im Vorfeld klar sein, was wollen wir hier eigentlich machen, wie viel Geld sind wir bereit zu investieren und das ziehen wir dann Trade für Trade durch. Wir sehen auch hier mit dem Trade, wir haben hier ein sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Wir haben hier mehr als 1 zu 3 bekommen. Also wenn wir 50 Euro Risiko hatten, haben wir mehr als 150 Euro Gewinn gemacht. Und das wieder in wenigen Tagen. Ich möchte auf einen weiteren Nachrichtentrade gehen, der Deutschen Bank. Auch hier ist es so, dass wir die Nachricht lesen können, wir müssen aber die Nachricht nicht lesen. Natürlich finde ich es immer gut, wenn man als Trader sich informiert über die Aktien, die man handeln möchte. Und ich sage auch immer in all meinen Seminaren und Coachings, für mich ist es vollkommen normal, dass ich als Trader auch Nachrichten lese. Aber nehmen wir an, wir hätten diese Nachricht nicht gelesen. Ich meine, es ist sowieso schwierig, diese Nachricht zu beurteilen, aber wir sehen am nächsten Tag 7% minus zur Eröffnung. Und es ist doch jetzt vollkommen ausreichend, wenn ich jetzt am Ende des Tages sehe, was mit dem Trade passiert ist am ersten Tag. Wir sehen, die Aktie ist gefallen. Und wir können uns jetzt Gedanken machen, was möchten wir denn mit dem Trade überhaupt anfangen? Möchten wir Long handeln, möchten wir Short handeln? Dafür schaue ich mir einfach an, was ist denn in den Stunden danach passiert? Und hier sehen wir, die Aktie hat mit einem Gap nach unten eröffnet und ist dann nach oben gelaufen. Jetzt geht es nur noch darum zu entscheiden, möchte ich hier auf Tagesbasis handeln, auf Stunde oder möchte ich Intraday einsteigen? Wir sehen, es kam sehr schnell zu einem Gap-Close und der Markt ist danach nach oben gelaufen. Und auch hier ist es immer sehr einfach, den Stop nur unter das letzte Tief nachzuziehen.
Wie gesagt, es wird im Regelfall nur jeder zweite Trade funktionieren. Darüber müssen wir uns als Trader im Klaren sein. Wenn wir das emotional nicht aushalten, sollten wir nicht traden. Aber wenn wir das aushalten und wissen, dass wir das können, dann macht es Sinn. Und der Markt läuft und läuft und läuft. Wie lange ein Trend läuft, wissen wir natürlich nicht. Es kann sein, dass wir innerhalb einer Stunde ausgestoppt werden und sofort im Minus draußen sind. Es kann aber auch passieren, wenn wir auf Tag und Stunde handeln, so wie hier in diesem Beispiel, dass wir mehrere Tage drin sind, bevor wir dann herausgeholt werden. So, nun haben wir sehr lange über Tag und Stunde uns unterhalten, um hier nochmal zu zeigen, wenn man tatsächlich so vorgeht, 1 zu 10 Performance. Das heißt, wenn wir 50 Euro riskieren, haben wir 500 Euro Gewinn gemacht. Das Spannende an dem Thema ist eigentlich, selbst wenn wir vorher 2, 3, 4, 5 Mal verloren haben, ein einziger Trade reicht in der Regel aus, um die Verluste wieder auszugleichen. Ich muss aber diszipliniert genug sein, das Tag für Tag zu machen. Auch wenn ich 2, 3, 4 Tage hintereinander keine Gewinne gemacht habe. Ich habe Kunden gesehen, die haben wirklich nicht nur 2, 3 Tage, sondern die haben wirklich einen richtigen Drawdown erlebt. Die waren wirklich über viele, viele Tage im Minus, bevor es dann zu einer neuen Rally kam. Also deswegen ist Risk- und Money-Management extremst wichtig, dass man wirklich mit kleinen Positionsgrößen reingeht, weil wir nie wissen, wenn die Chance 50-50 steht, wie oft es gut läuft und wie oft es nicht gut läuft für uns. Hier 23% Gewinn in wenigen Tagen. So, kommen wir zum Daytrading. Ich weiß natürlich, dass viele Trader besonders gerne im Daytrading unterwegs sind. Ich weiß allerdings auch, dass der Anfang im Daytrading besonders schwer ist. Ich bin vor 20 Jahren im Daytrading gestartet, weil ich auch gedacht habe, ich habe ein kleines Konto und wenn ich mal später ein großes Konto habe, dann kann ich ja auf Tagesbasis agieren. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ja, es ist tatsächlich bei mir gelungen, in kurzer Zeit sehr viel Performance zu machen. Aber die ersten 12 Monate waren knüppelhart. Weil ich bin von 5.000 hoch auf 10.000, auf 15.000, dann wieder zurückgefallen. Dann habe ich es geschafft gehabt, auf 50.000 Mark nach vorne zu kommen, um mit einem einzigen Trade 90% zu verlieren. Warum? Weil ich kein Risk Management hatte. Als ich gestartet bin, hatte ich davon keine Ahnung. Und erst nach diesem ersten großen Verlust, den ich gehabt habe, war mir klar, es macht keinen Sinn, das ganze Geld auf eine Karte zu setzen. Es macht auch keinen Sinn, mit großen Hebeln zu agieren. Heute habe ich ein klares Risk Management. Ich gehe mit 0,25% Risiko pro Trade hinein. Das heißt, ich kann am Tag nicht mehr als eine bestimmte Summe prozentual verlieren. Und das ist eben wichtig im Handel. Aber wo liegen die Vorteile des Daytradings? Und das ist natürlich ganz klar die Handelsfrequenz. Wir können sehr viele Trades pro Tag machen. In der Spitze habe ich bis zu 50 Trades pro Tag abgesetzt. Das kann man, wenn man Daytrader ist, machen. Es gibt Broker, die sind genau dafür oder darauf spezialisiert, auf diese Trader, die tatsächlich 10, 20, 30 Trades pro Tag absetzen wollen. Der Zinseszinseffekt kommt hier natürlich noch besser zum Tragen, weil ist doch klar, wenn wir nicht nur einen Trade pro Tag machen, sondern 3, 5, 10 Trades pro Tag und wir kontinuierlich hier Gewinne erzielen und nur dann sollten wir Daytrading betreiben in dieser Schnelligkeit, dann können wir hier natürlich von diesem Zinseszinseffekt, den ich vorhin vorgestellt habe, natürlich besonders profitieren. Darüber hinaus glättet Daytrading unsere Ertragskurve. Was meine ich damit? Wenn wir Tag-Stunden-Basis handeln und wir kommen in eine Marktphase, wie jetzt zum Beispiel im Juli und August, wo die Märkte, so der deutsche Markt zum Beispiel, nicht mehr positiv nach oben läuft, sondern eher seitwärts läuft in so einer Range von vielleicht 1000 Punkten, dann ist es relativ schwierig, hier positive Performance zu bekommen. Man läuft dann 4 Wochen mehr oder weniger seitwärts häufig mit seinem Depot. Als Daytrader haben wir das Problem nicht, weil wir, wenn wir 3, 4, 5 Trades am Tag oder mehr machen, dann glättet sich unsere Ertragskurve einfach aufgrund der vielen Trades, die wir machen. Aber es gibt auch Nachteile im Daytrading. Und der wichtigste ist auch den ich vorhin vorgestellt habe, das sind die Gebühren. Die Gebühren sind der größte Problempunkt für Trader, neben diesem fachlichen Wissen, was man braucht und der Disziplin und dass wir immer wieder an uns arbeiten müssen. Aber die Gebühren sind halt sehr hart, weil wir haben vorhin gesehen, wenn wir 100 Trades machen, haben wir schon 20% Gebühren, die wir im Jahr bezahlen. Wenn wir 20 Trades nicht in der Woche oder im Monat haben, sondern am Tag, dann sind unsere Gebühren natürlich noch viel, viel höher. So, und da muss man einfach drauf aufpassen. Und da muss man auch schauen, möchte ich im amerikanischen Markt handeln, im deutschen Markt, weil da gibt es unterschiedliche Gebühren und die können tatsächlich die gesamte Performance, die wir machen, auffressen. Noch ein weiterer Nachteil ist die Zeit. Wir haben vorhin gesagt, wenn wir auf Tag-Stunde handeln und zum Beispiel 10, 20, 30% Performance machen, dann können wir das mit sehr wenig Zeit machen.
Wenn wir intraday handeln, dann brauchen wir Zeit. Wir brauchen 2, 3, 4 Stunden am Tag und mehr, um unsere Performance zu bekommen. Haben wir diese Zeit? Haben wir diese Zeit jeden Tag? Haben wir diese Zeit zu einem bestimmten Punkt, wo die Märkte auch wirklich in die Richtung laufen, wie wir das möchten? Können wir das emotional jeden Tag bewerkstelligen? Macht unser Partner damit? Macht unsere Familie damit? All diese Dinge, darüber sollten wir uns im Vorfeld klar sein. Schauen wir uns mal lukrative Marktsituationen an, beispielsweise Intraday. Wir sehen hier im Chart zum Beispiel das Vortageshoch. Der Markt eröffnet mit einem kleinen Gap und läuft dann seitwärts. Wir sehen aber, dass der Markt nach oben möchte und wir kurz vor dem Tageshoch sind. Jetzt ist die Frage grundsätzlich, was passiert, wenn wir auf ein Vortageshoch auflaufen? Es ist relativ einfach. Hier sitzen sehr viele Orders von Käufern, die hier in den Markt hinein wollen. Und wenn wir das Ganze wissen, macht es natürlich durchaus Sinn, im Vorfeld, das heißt bevor der Markt durch das Hoch geht, einzusteigen. Wir sehen hier, dass sich hier ein 1, 2, 3 entwickelt auf dem Weg nach oben und können das Ganze dann nutzen für unser Trading. Der Markt schiebt jetzt im Endeffekt durch das Vortageshoch, korrigiert hier ganz kurz, bevor er in unsere Zielzonen läuft. Das heißt, ich versuche hier dann tatsächlich in die Bewegung hinein meine Position zu schließen. Ich nutze hier häufig so CRVs von 1 zu 2 und 1 zu 4, um dann aus den Positionen herauszugehen. Die werden natürlich nicht jedes Mal erfüllt, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich zeigt die Statistik, dass der Markt sehr häufig in diese Richtung läuft. Vor allen Dingen an sogenannten Trendtagen. Und das Ganze nutzt man dann einfach, um in die Bewegung hinein Positionen zu schließen. Insgesamt, wenn man mit einem CRV von 2 und 4 seine Position schließt, hat man im Endeffekt ein CRV von 3. Das heißt, wenn ich 50 Euro riskiere, habe ich am Ende 150 Euro Gewinn gemacht. Das ist ein schöner Gewinn für das Risiko, was wir eingegangen sind. Und ich würde solche Trades natürlich Tag für Tag immer wieder wiederholen, wenn ich in solchen Situationen bin. Und auch hier sieht man, der Markt läuft nicht unendlich weiter. Irgendwann werden wir ausgestoppt werden und dann ist so ein Trade auch vorbei. Ich habe noch einen weiteren Trade mitgebracht auf 5-Minuten-Basis. Hier sieht man zum Beispiel sehr schön im Stundenchart ging der Markt bergab. Und am nächsten Tag gab es ein Gap. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das Ganze nutzen fürs Trading? Auch hier ist es relativ einfach. Wir sehen, dass im Stundenchart der Markt nach unten läuft. Jetzt ist nur die Frage, wollen wir eher auf der Long-Seite agieren oder wollen wir auf der Short-Seite agieren? Auch dafür brauchen wir im Prinzip einen Handelsplan, der uns ganz klar sagt, wann wollen wir in welche Richtung laufen und warum. Es geht nicht darum, ob der Trade nachher aufgeht oder nicht. Es geht darum, dass wir einen Handelsplan haben, der uns zeigt, wann wir was machen wollen, um profitabel zu handeln. Und dafür brauchen wir das Trading Journal, weil hier können wir jeden Trade eintragen und auswerten und dann aus den Situationen lernen. Und das führt dazu, dass man kontinuierlich immer besser wird. Es ist ja nicht ohne Grund, dass Trader häufig nach 10, 20, 25 Jahren immer noch dabei sind, sondern das ist der Grund, weil sie immer an sich gearbeitet haben. Die meisten Trader hören innerhalb der ersten 2 Jahre auf. Warum? Natürlich, weil sie Geld verloren haben, aber vor allen Dingen, weil sie aus ihren Erfahrungen nicht gelernt haben. Hier sehen wir, Markt hat ein Gap nach unten, es ist im Abwärtstrend und somit ist doch klar für mich als Händler, ich möchte natürlich auch am liebsten die Seite nach unten handeln. Der Markt fällt und ich muss mich nur noch entschließen, möchte ich einen Trendhandel machen oder einen Bewegungshandel? Ich möchte jetzt hier nicht in die Tiefe gehen, was Trendhandel und Bewegungshandel ist, möchte auch nicht den einen oder anderen langweilen zu diesem Thema, sondern einfach nur sagen, ich habe mich hier dazu entschlossen, den Bewegungshandel zu machen, das heißt Kerze für Kerze die Stops nachzuziehen. Und dann sehen wir, der Markt läuft nach unten. Ich habe die Zielzonen für mich einfach mal in grün markiert, wo ich hoffe, dass der Markt hinläuft. Das sind auch Bereiche, die wir aus dem Stunden- und Tageschart dann gesehen haben, wo der Markt dann tatsächlich seine Tiefs auf den höheren Zeiteinheiten hatte und habe dann versucht, das Ganze einfach umzusetzen, um dann in die Bewegung hinein wieder auszusteigen. Und natürlich, hier wie in diesem Beispiel vorhin auch, kommen wir natürlich ins Ziel. Aber wie gesagt, es ist nur jeder zweite Trade, der ins Ziel kommt. Es gibt genauso viele Trades, die nicht funktionieren. Ich möchte hier kein falsches Bild zeigen. Es ist wirklich so, als Trader ist es normal, dass jeder zweite Trade nicht funktioniert. Der eine hat vielleicht Trefferquoten von 45%, der andere von 55%. Aber im Groben und Ganzen liegen die meisten Trader um die 50%. Das heißt, jeder zweite Trade wird langfristig ein Erfolgstrade werden, wenn wir immer gleich vorgehen, aber auch auf der Verlustseite. Und hier sieht man auch wieder, Markt läuft runter und wir kommen dann ins Ziel.
Das waren jetzt mal die wichtigsten Punkte, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind, wenn man ins Trading einsteigt, wenn man ein kleines Konto groß traden möchte. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Also es ist wichtig erst einmal, dass wir klar haben, ja, wir brauchen ein bestimmtes Basiswissen. Ja, es ist wichtig, dass wir diszipliniert sein müssen. Und aus meiner Sicht ist es unerlässlich, ein Trading-Journal zu führen, wenn wir langfristig erfolgreich sein wollen. Auf der anderen Seite müssen wir solche Dinge wie Kosten unbedingt im Blick behalten, gerade was Transaktionskosten angeht. Wenn das Thema spannend war und ihr sagt, okay, ich hätte gerne die Präsentation, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit dazu. Wir bieten euch die Möglichkeit an, die gesamte Präsentation mitzunehmen. Einfach kurz uns eine Mail schreiben oder euch registrieren unter www.lüdemann-coaching.de IBDays. Dann schicken wir euch morgen die ganze Präsentation zu, sodass ihr das Ganze nochmal in Ruhe nacharbeiten könnt. Für alle, die tiefer in die Materie reingehen und sagen, Mensch, das finde ich spannend, die Webinarreihe, die ihr beim letzten Mal hattet, würde ich gerne auch nochmal sehen, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit. Wie gesagt, kleines Konto, Großtraden, haben bereits mehr als 120.000 Trader und Anleger gesehen. Und wir machen jetzt nochmal eine dreimonatige Webinarreihe, wo wir Woche für Woche Theorie und Praxis zusammenbringen. Das heißt, wir werden jedes Mal einen Theorieteil haben, werden jedes Mal überlegen, im Screening, welche Werte sind interessant, welche Indizes, welche Aktien, welche Devisenbereiche. Werden ein Live-Konto wieder nehmen, dieses kapitalisieren und hier Trade für Trade dann machen und im Nachgang natürlich auch jeden Trade erklären, wieso, weshalb, warum sind wir diesen Trade eingegangen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass man nur dann lernen kann, wenn man Theorie und Praxis gleichzeitig hat. Wir starten am 25. September und es wird dann Woche für Woche, im Prinzip montags abends um 18 Uhr, dieses Webinar geben. Das Webinar wird auch aufgezeichnet, das heißt, wenn man mal montags nicht kann, kann man sich das am nächsten Tag anschauen und hat dann die Möglichkeit, wirklich Stück für Stück hier weiterzukommen. Das sind die Inhalte. Was ist eigentlich wichtig, um ein kleines Konto groß zu traden? Angefangen vom Broker und Charting. Welcher Broker passt eigentlich zu mir, wenn ich ein kleines Konto habe? Und welches Charting-System brauche ich? Soll ich dafür bezahlen oder nicht? Oder reicht mir auch hier in dem Fall vielleicht ein kostenfreies Charting-Tool? Aus meiner Sicht keine Möglichkeit, langfristig erfolgreich zu sein ohne Risk Management. Habe ich selber vorhin ja schon erklärt. Ich selber bin richtig auf die Nase gefallen, weil ich ohne Risk Management gestartet bin vor 20 Jahren. Wie finde ich überhaupt heraus, wann muss ich überhaupt in einen Markt gehen? Wann habe ich einen Aufwärtstrend, wann habe ich einen Abwärtstrend, wann habe ich einen Seitwärtsmarkt? Trend- und Bewegungshandel. Was ist für mich besser? Gibt es eigentlich Unterschiede und wann sollte ich was handeln? Denn es gibt viele Gründe, einen Trend zu handeln, aber es gibt noch mehr Gründe, einen Bewegungshandel zu vollziehen. Screening wird ein ganz wichtiger Punkt sein, auf den wir 2 Tage lang eingehen werden, weil es einfach aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg überhaupt ist. Und wir werden uns auch mit dem Thema Psychologie auseinandersetzen. In den Coachings bzw. in den Seminaren machen wir das auch zwischenzeitlich. Wir haben eine Wirtschaftspsychologin bei uns mit dabei, die auf die Seminare mitkommt, aber auch im Bereich des Coaching-Moduls werden wir auf dieses Thema einmal eingehen, nämlich Angst und Gier im Trading. So, und wer jetzt sagt, okay, das ist ein spannendes Thema, da wäre ich gerne mit dabei, einfach Anmeldung unter www.lüdemann-coaching.de. Und das Besondere für alle, die sich jetzt hier entschließen, für die ersten 100, die sich registrieren, gibt es kostenfrei noch zusätzlich die DVD, kleines Konto Großtraden, vom letzten Mal mit dazu, mit allen Trades und Erklärungen. So, und wer jetzt noch sagt, Mensch, was ist mit weiteren Videos? Wir hatten früher mal eine Videothek, die gibt es jetzt leider nicht mehr, weil wir haben eine neue Webseite bekommen. Alle Videos, die wir produzieren und die nicht bei YouTube kostenfrei hochgeladen sind, kann man aber trotzdem kostenfrei bekommen, wenn man beim Newsletter registriert ist, weil dort sind die ganzen Links zu den Videos. Das war's von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch viel Erfolg im Trading und vor allen Dingen bei dem Projekt, ein kleines Konto groß zu traden. Vielen Dank.